10. Oktober 1991. Zeugenberichte aus Kuwait vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses. Als ich dort war, kamen irakische Soldaten ins Krankenhaus. Sie rissen die Babys aus den Brutkästen und ließen sie auf dem kalten Boden sterben. Ja, eindrucksvolle Bilder. Frau Beham, was können Sie uns dazu sagen? Diese emotionalen Videoaufnahmen wurden damals von allen großen Fernsehsendern der USA übertragen und ließen schließlich die Stimmung im Lande zugunsten eines Krieges umschlagen. Was war dann der Haken an der Geschichte? Das war alles gelogen. Das Mädchen war die Tochter des kuwaitischen Botschafters, die nie in ihrem Leben in einem Krankenhaus war. Sie war von der PR-Agentur Hill & Knowlton im Auftrag der amerikanischen Regierung für diesen Auftritt regelrecht trainiert worden. Sind wir das doch viel zu trocken, denn oder? Überhaupt jemand über diese Lüge berichtet? Ja, es gab einige. Vielen Dank, es war eine Riesenehre, dass Sie in unserer Show waren. Vielen Dank, ich hoffe, dass es bleibt. Okay. Ah. Dann zeig mal. Danke, Lori. Hey, Rainer. Scheiß Vorstellungssitzung. Möchtest du einen Kaffee? Du, ich werde die Show absetzen. Absetzen noch einmal. Naja, das habe ich nicht zu entscheiden. Die Quoten waren einfach katastrophal von Anfang an. Ich weiß, ich habe die Scheißquote gesehen und ich weiß, dass da Mängel drin waren. Aber du müsstest wissen, dass ich das bei meiner Erfahrung auf jeden Fall hinbekomme, oder nicht? Ja, na bitte, du bist doch schon lange genug dabei. Unsere Zuschauer, das ist opportunistisches Pack. Die wollen sich nicht minderwertig fühlen, weil sie keine klugen Bücher lesen. Die wollen Titten sehen und wissen, wie man Steuern spart. Das ist das wahre Leben für sie. Okay, dann wäre es dann nicht vielleicht an der Zeit, dass sie mal jemand von dieser Wahnvorstellung befreit hat? Ja, irgendjemand bestimmt. Nur unsere Aufgabe ist es, nicht bessere Menschen zu erschaffen. Das ist Geschäft, Rainer, das ist ein Business. Ich will diese ganze Scheiße nicht mehr hören. Was? Mainstream ist immer scheiße und Qualität ist was für wenig Auserwählte, oder wie? Das ist doch Schwachsinn. Geh mal runter auf die Straße und red mal mit den Leuten. Und du wirst sehen, kein Mensch da unten ist so blöd wie die Shows, die wir produzieren. Ja, aber dann frage ich mich schon, wer die ganzen Britney Spears-CDs kauft. Komm, Rainer, gib's jetzt auf. Die Leute reagieren einfach nur auf Müll. Ja, genau deswegen sollten wir vielleicht aufhören, sie damit zuzuscheißen. Du gibst doch deinen Kindern auch nicht den ganzen Tag Süßigkeiten zu fressen, oder? Ja, gut. Wenn du das jetzt noch unseren Werbepartnern klar machen könntest. Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Weißt du, von wem das ist? Adolf Hitler, Mein Kampf. Mein Gott, jetzt komm ich doch nicht damit. Glaubst du an Karma, Maywald? Rainer, bitte. Jeder hier in diesem Sinne hat ganz großen Respekt vor deiner Arbeit, aber... Ich scheiß auf deinen Respekt. Aber das mit deinem Drogenproblem geht so auch nicht mehr weiter. Du weißt ganz genau, dass du es nur meinem Einfluss zu verdanken hast. Dein Einfluss? Nein, deine Machtwaffe zu verdanken hast! Das nach dem Unfall keine weitere Suche stattgefunden hat! Was dein Einfluss ist? Ihr züchtet hier eine Horde völlig identischer Mutanten ran. Ihr zerstört eine Kultur. Ihr zerstört eine Gesellschaft. Und ihr habt nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Ja, was? Guck dich doch an, du blöder... Guck dich doch selber an! Du warst doch von Anfang an dabei, du! Aber nicht mehr. Kleines, verpisstes, verkuckstes Arschloch. Lösungswort. Bauernfrühstück. Und ich bin beauftragt, bei Ihnen einen Kontrollbesuch durch. Ich habe Krebs. Um ehrlich zu sein, ja.
Eine Decke mitzunehmen und ein bisschen Mückenspray. Entweder ich lasse mir das Fett absaugen oder er verlässt mich. Guck dich mal an, du fette Schlampe. Du bist doch viel zu fett. Ich will. Die Titanic Show. 100 Kandidaten, ein Schiff. Wer wird die Katastrophe überleben? Die Reichen auf dem Luxusdeck oder die Armen unten eingepfercht? Sehen Sie packende Action beim Kampf ums nackte Überleben. Jetzt kommt. Ich hab gekündigt.